Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, heute starten wir mal im Menü, was eigentlich mal ganz neu ist und ganz fresh. Warum starten wir im Menü? Ich habe mich auf den Weg nach Schöpfers Ende gemacht, damit wir den Weg nicht in der Aufnahme gehen müssen. Und dann ruft auf einmal, in Anführungszeichen, unser unbekannter Freund durch den Fokus an. Zwei Sätze haben Aloy und der Typ ist schon gewechselt. Den habe ich leider nicht in der Aufnahme, doch ich fasse das mal noch kurz zusammen. Aloy fragt sich, wer die Frau ist, also fragt sich ganz offen, als würde niemand zuhören, als würde sie mit sich selbst reden. Der Unbekannte ruft an, ja, blablabla. Ihr werdet es. Ja, komm. Wir fahren einfach fort. Auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Alles klar, das ist sehr nett von dir. Ja. Ich wollte dich hier noch gar nicht starten. Und woher weiß er das alles? Gute Frage. Elisabeth Sobeck hat er gesagt. Ich habe drüben Langhals gesehen. Was ist denn für ein Name? Elisabeth Sobeck. Das ist ein Name aus unserer Zeit, habe ich so das Gefühl. Nee, ihr seht mich nicht. Da hinten war ein Langhals. Ich will da hin. Da werden wir auf jeden Fall hinkommen. Was ist das überhaupt für eine Arena da hinten? Was ist das überhaupt da hinten? Okay, wir werden aber trotzdem mal eher die Hauptquest weitermachen, bevor wir den Langhals da hinten machen. Dann können wir, wenn wir die Hauptquest da hinten abgeschlossen haben, können wir den Langhals auf dem Rückweg machen. Ich will jetzt einfach weiterkommen. Ich will einfach Informationen. Ich will wissen, was hier los ist in dieser Welt. Wer ist diese Frau? Wer sind wir? Was haben wir mit der ganzen Kacke hier zu tun? Ihr seht schon, Fragen über Fragen. Blümchen. Nee, ich brauche keinen Eistrankgedöns. Ich brauche nur Heilungsgedöns. Steine nehme ich auch gern. Ja, ist okay. Freien Holz haben wir. Okay. Hier wird's grüner. Schön. Schön, schön, schön. Wir kommen doch eher in den Norden. Sehr schön. Blümchen. Ja, ich bin auch deutlich öfter am Blümchen sammeln. Da hättest du wahrscheinlich in der letzten Folge gemerkt, dass wir uns die Blümchen oder so der Heilungsbeutel ziemlich stark zu Neige gegangen ist. Und zwar ziemlich schnell. Das liegt einfach daran, dass ich mir zwischen den Quests, also zwischen den Aufnahmen, immer mal mit einer Schnellreise hin und her gedriftet bin. Wodurch ich nie in den Genuss kam, irgendwelche Kräuter zu sammeln. Doch jetzt laufe ich ein bisschen mehr herum. Auch aus Not, weil ich keine Schnellreisepakete mehr habe. Und zu blöd bin, die zu kaufen. Aber so haben wir auch ein bisschen mehr Blümchen und auch ein bisschen mehr Heilung dadurch. Das ist schön. Hat alles Vorteile. Und Aloy kann ein bisschen trainieren, dass sie nicht so schnell schlapp macht im Kampf. Das hat ja auch seine Vorteile, oder nicht? Alter, die Landschaft hier ist schön. Ich mag den Tannenwald. Ist erst idyllisch. Sehr geil. Finde ich sehr geil. So. Hier wachsen ziemlich viele Blümchen. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Sehr schön. Ich habe auch keine Ahnung, was uns in Schöpfers Ende erwarten wird. Eigentlich sollten da ja keine Banditen oder so sein, weil... Wieso? Wir gehen da doch nur hin, um dieses Bild zu sehen. Und nicht irgendwie, um irgendjemanden zu verfolgen oder so. Eigentlich müssten wir da alleine sein. Aber so wie ich das Spiel kenne, werden wir da natürlich nicht alleine sein. Banditenlager entdeckt. Ach, da war ja auch ein Banditenlager früher. Ach ja, Neil wartet ja immer noch bei dem einen Banditenlager auf uns. Alter, das müssen wir auch noch machen. Ach, du Scheiße. Das Spiel ist so umfangreich. Dieses Spiel ist einfach zu umfangreich. Ich komme nicht dazu. Ich wette mit euch, das wird mindestens 100 Folgen haben, das Projekt. Wette ich was mit euch. Das bin ich mir ziemlich sicher. So, kommen wir denn irgendwo hier hoch? Das wäre sehr reizend. Da müssen wir einfach rum. Hier sind auch sau wenig Maschinen im Gebiet. Warum liegt das? Vorher das Gebiet, wo ich alleine offscreen durchgelaufen bin, war alles zugeschissen mit den Viechern. Und hier ist alles low. Was ist das da drüben? Ist das Banditenlager, ne? Ja, okay. Ne, das gehen wir noch nicht an. Wir werden die Banditenlager schön chronologisch machen. Und da wir schon zwei haben, wo wir beigegangen sind, werden wir die zuerst machen. Deswegen werden wir die getrost mal in Ruhe lassen. Und ihr Banditenleben noch kurz fristen lassen. Etwas vor. Wir werden wiederkommen. Wir werden wiederkommen. Neil wird stolz auf uns sein. Der Neil. Den vermisse ich. Das ist ein leichter Psychopath. Ich wette mit euch, wir werden noch Ärger mit dem haben am Ende. So. 144 Meter. Aua. Raus aus dem Wasser, das ist eiskalt, Aloy. Holst du noch einen Schnupfen? Okay, das Plündern vom Lager ist also optional. Vorsicht da unten. Ausrüstungsversteck. Ja, aber trotzdem, das werden wir uns holen. Ja, Vorsicht da unten. Hier könnte man eigentlich runterschlittern, ne? Wenn wir dabei sind. Nice. Alter, jetzt gibt's ja auch einen Blizzard, oder wie? Wie geil ist das denn?
geil. Was ist das denn? What? Alter, was? Das ist krass. Das ist krass. Das ist wirklich eine richtige City. Hier scheint eine Straße lang gegangen zu sein. Oder ist das einfach nur ein normaler Weg? Keine Ahnung. Alter, das ist die erste wirkliche City. Ich meine, wir waren ja schon bei... ich weiß nicht, wie die andere Stätte geheißen hat, wo wir den Kampf mit Sauna hatten. Aber... das ist schon krass. Das ist nochmal eine Stufe heftiger. Genau da, wo er gesagt hat. Bloß eine riesige Feuerspule! Und ein Seilwerfer. Ich habe keinen Seilwerfer, danke. Keine schlechte... Geil! Bitte, lass es mich drauf machen, okay? Bitte. Pack drauf! Mach drauf, komm! Schattenjägerbogen. Oh, geilo. Nice. Du zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Wer bist du, verdammt? Oh, verdammt. Kann man die Seile benutzen? Ich will da rüberrutschen. Wie geil ist ja. Verdorbene Wächter als Wachposten. Die Eclipse. Geh und weg. Verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie. Halt, chill. Alter. Sollten die nicht gesehen haben, rein theoretisch. Also die Eclipse ist also hier. Das ist gar nicht gut. Oh, shit. Oh, Nahkampfschutz. Kann man gut verkaufen. Ich gehe ihn erst mal aus dem Weg. Nee. Wieso? Wie er gesagt hat. Wieso aus dem Weg gehen? Ich kann ja nicht überbrücken, ne? Geil, dass die natürlich jetzt alle aggro werden. Ich hab. Ne. Ich weiß, was die mit den Schattenwaffen ausrichten. Das gehe ich, das Risiko gehe ich nicht nochmal ein. Nee. Ihr könnt mich mal getroffen im Arsch lecken. Nee. Ayla hat ja recht mit ihrer Annahme, dass wir den ersten Mal aus dem Weg gehen. Oder dass wir locken die raus und töten die einzeln. Komm doch, das war doch übelst der Heady. Fick dich doch nicht so viel. Kommt da noch so ein Wächter? So ein Wächter-Tutti? Ich hab keine Munition. Jetzt craftet doch nach! Okay. Danke für die leckeren Metallscherben. Alter, wenn die Pfeile sogar fliegen sieht hier in der Umgebung, wie geil! Sehr geil gemacht. Ist down. Komm, wir müssen auch nicht sparen mit dem Pfeil. Wir haben so viel Reinholz und Scherben. Du siehst sie? Sie sehen dich nicht. Ich werde euch ausnehmen hier wie einen dicken, fetten Braten. Das ist die Rache für Rust. Ihr hättet euch nie mit mir anlegen sollen. Es kämpft. Die haben überhaupt keine Chance. Die haben überhaupt keine Chance. Und ich wollte vorsichtig vorgehen. Nee, aber ich habe keinen Grund zu. Wir rushen hier durch. Bevor der Boden wieder friert. Was? Hedy. Oh, jetzt küsst du. Nice. Diese das war's schon. Sie sind riesig. Oh ja. Also, ich werde mal nicht getrost jeden von diesen Tutis suchen. Außer sie laufen hier durch den Weg, oder besser liegen hier auf meinem Weg. Das ist schön, so. Also ich glaube nicht, dass uns den Seilwerfer für die Banditen, / Eclipse Banditen Mitglieder gegeben hat. Die Welt wird weiß. Eine Explosion. Ich dachte schon. Huh! Eine Ratte! Das wollte ich nicht!
Entschuldigung. Ich dachte, winziges Fleischstück. Schon geil. Das ist schon geil. Ich hätte gefallen, wenn das ein lila Item gewesen wäre, so als funny Gag. Ah, schade. Wie gibt dich zu den Ruinen? Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Ich kann hier nicht durch, ne? Nein, ich kann hier nicht durch. Ich kann hier auch nicht hoch. Alles klar, dann müssen wir auch noch. Wie krass das hier einfach aussieht. Wie krass. Das ist wirklich eine alte Stadt. Diese Ruinen. Was haben so die Alten krass hier gemacht? Ach, die habe ich ja gar nicht gesehen. Hi. Ciao. Ach, die habe ich auch nicht gesehen. Hi, ciao. Okay, der wird wahrscheinlich nicht ganz so schnell Ciao machen. Kann ich mal hergucken? Lächeln. Alter, ich habe euch übersehen, Leute. Tut mir leid. Oh, shit. Den hätte ich, glaube ich, nicht übersehen sollen. Okay, ich bin dann mal wieder weg, ne? Die haben Verderber. Schon wieder. Ja, guck her, ja, guck. Oh shit. Das könnte schwierig werden. Das könnte auf jeden Fall schwierig werden. Wir wissen, die sind anfällig auf Feuer. Verderbte Maschinen. Und dann noch der zweite tut dran. Mann! Diese blöden Wände, man kann in diesen Ruinen echt nicht gut kämpfen. Hör auf, ey, Leute! Machen wir nicht schwach hier. Fräulein. Das bleibt doch hier. Ich kämpfe nicht gegen zwei Verderber gleichzeitig. Nee. So, der kriegt Feuerschaden, das ist sehr geil. Ja, kannst du. Mann! Aloy, geh hoch! Alter, mach mich jetzt nicht schwach, dass ich jetzt außenrum wieder gehen muss. Oh Mann, Aloy, pack dich nicht irgendwo fest. Danke, Aloy. Klappe. Kleiner Wächter, du spielst nicht in meiner Liga. Ja, komm doch! Ich mache mit Nahkampf weg. So. Easy. Na, das war's mit dir. Jetzt haben wir noch schnell eine kleine Spule, die wir nicht mitnehmen können, weil der Beutel schon wieder voll ist. Mann! Ja, den hätte ich gerne, ehrlich gesagt. Da haben wir noch. Geht sehr lächeln. Alter, ist das ein fucking. Ernsthaft? Du willst den Nahkampf mit mir gehen? Mit mir? Okay. Ja, Hobbys. So. Easy. Ist wieder durchgerusht. Sehr schön. Finde ich geilo. Sehr schön. Spiel bockt. Es bockt gerade so ewig. So. Betrete die Ruine. Habe ich vor. Wir nehmen die echt auseinander. Das ist unglaublich. Die Eclipse hat ja gar keine Chance. Ich meine, wir haben die damals schon auf dem Berg auseinandergenommen. Jetzt sind wir wieder. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. So viel zum Thema Sicherheit. Oh, die gibt's nicht in dieser Welt, Aloy. Die gibt's nicht in dieser Welt. Sicherheit ist fort. Sicherheit ist gegangen, wie die Maschinen kamen. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Nee, kein Bock. Was? Was? Waffen Einsatz
Und Tempo bitte. Keine Trödelei. Was? Funktionstüchtig. Noch ein Todbringer an unserer Seite. Was? Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Was? Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Was? Was? Ah, was ist das denn? Nee, ernsthaft? Todbringer. Körper, Schwäche, Feuer, hier dann! Nice. Schwäche alles, Schwäche alles, Schwäche alles, Schwäche alles, alles, alles. Abriss, alles. Alter, wie viel's... Okay, der hat ziemlich viele Waffen. Kann der sich bewegen oder ist der stationär? Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an mir. Schwachpunkte sind? Ich hoffe mal ganz stark, dass er sich nicht bewegen kann. Das hoffe ich mal ganz stark. Hi! Hi, Leute! Wie geht's euch so? Alles gut? Ich hoffe mal ganz stark, dass der... Aua! Easy. Ich hoffe mal ganz stark, dass der stationär ist und sich nicht bewegen kann. Weil wenn er stationär ist, dann haben wir eigentlich leichtes Spiel. Ach du Scheiße! Okay, ich nehme alles zurück. Ey, nehme alles zurück! Ist okay. Ernsthaft? Ich werde mal versuchen, mit Zersprengerpfeilen da was zu reißen. Um denen ein paar Waffen zu klauen, vielleicht. Kriegt das irgendwas, was ich hier mache? Kann ich Waffe wegschießen? Ich kann die Waffe nicht wegschießen, alles klar. Okay. Wenn du so, wenn du so heftig auf Feuer reagierst, dann werden wir die Feuer geben. Das Teil ist einfach zu krass. Okay, jetzt kriegt der effektiv Schaden. Jetzt können wir mit dem Gerhard im Pfeilen draufgehen und vielleicht seine Schwachstellen ein bisschen malträtieren. Ha, der Treffer hat dem Ding richtig wehgetan. Oh, hat er ja. Finde ich auch gut, dass er so gut eingezeichnete Schwachstellen hat. Komm hier. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und das war's! Easy! Das ist du echt? Du kannst was gegen mich ausrichten? Denkst du ehrlich? Also wenn du jetzt nicht den Perk des Jahrhunderts... What? Was? 47% Schadensspule! Sie hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Das konnte ich nicht mitnehmen. Geil. Alter, was? Na komm.
Ja, wir müssen das echt mal. Was kostet das denn, die Tragekapazität von dem Dulli zu erhöhen? Aber nicht Auto. Modifikationsbeutel hier. Reinholz. Wir haben keine 20 Reinholz mehr. Was? Okay, das werden wir auf jeden Fall erhöhen müssen. Batz, gib mir alles. Konnte mich. Alles klar. So, herstellen. Waffenmodifikationen. Ich will Bubble. Schaden. 47% Schaden auf einen fucking Scharfschussbogen. Was? Okay. Kann ich das nicht vielleicht auch auf den Jägerbogen drauf machen? Rein theoretisch? Kann ich. Ich will es doch eher gerne auf den Jägerbogen. Oh. Handhabung, Feuer. Ich werde, glaube ich, das Feuer wegmachen. Alter. Komm mal drauf. Easy. Wir haben noch eine Feuerspule, die ich draufhauen kann. Na komm. Wenn wir es können, wieso nicht? So. Hier haben wir jetzt eine Schockspule für den Kriegsbogen. Aber ich will nicht den Nora-Kriegsbogen weiter ausbauen. Will ich nicht. Nee, will ich nicht. Passt schon so. Passt schon so. Und hier geht ja nichts mehr, oder? Nee, okay. Alter. Der Bogen ist jetzt legendär. Alter, seht euch den Abriss an. Und den Schaden. Wow, what? Heftig. Geilo. Geilo, geilo, geilo. Was ist hier? Eine Ratze. Nice. Nice, nice. Nice, 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 nice. So, Eclipse-Offizier. Der Fokus. Eclipse-Fokus. Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Das ist Verderbnis. Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Hades. Das... Das ist eine KI, eine Maschine. Oder liege ich da falsch? Das klang wie eine KI. Was zur Hölle war das? Hades? Scheint so. Hey, geheimnisvoller Fremder. Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Ah ja, sehr schön. Okay, OP-Bogen am Start. Leute, ich würde sagen, schreibt euch konstruktive Kritik und so weiter alles in die Kommis. Ja, ich bin fertig für heute. Ach du Scheiße, der Kampf hat es in sich, der Kampf hat es in sich. Wir haben den ersten Todbringer besiegt. Ich weiß nicht, was Schlimmeres noch kommen soll. Es könnte die heftigste Maschine gewesen sein bis jetzt. Wohl so heftig war sie gar nicht, weil sie stationär ist. Man kann sie gut verstecken. Gedulde dich. Ich bin gerade am Abmoderieren. Leute, gebt eine Wertung ab. Guckt bei den anderen Projekten vorbei und auch bei den anderen Tutis, die in der Videobeschreibung verlinkt sind. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.